Testbull Report Nummer 2. Es geht munter weiter mit unserem Barsortiment bei Kite2Fly und im Surfshop Upside Down. Und zwar möchte ich euch heute eine weitere Neuerung vorstellen, und zwar diesmal von der Marke Ozone, und zwar von der Contact Bar V4 2018, den Click-In Loop. Und zwar, wie schaut dieser Chicken Loop aus? Und zwar folgendermaßen: Die Bar selbst kennt man, sieht so aus wie immer. Ja, Frontliner drehen aus etc. Hier ist der Chicken Finger und der Chicken Loop. Und hier wird die Safety Leash eingehängt. Möchte ich ihn nun auslösen, löse ich ganz normal aus. Aber die Neuerung jetzt: Wie baue ich den Chicken Loop wieder zusammen? Und zwar, ich muss ausschließlich den Chicken Loop hier reindrücken und er ist wieder zusammengesetzt. Das ist wirklich eine Neuerung. Es funktioniert im Grunde so wie ein Sicherheitsgurt beim Auto. Ich zeige es noch einmal vor. Ich mache eigentlich gar nichts. Ich drücke nur den Chicken Loop hier rein und er ist wieder zu. Große Neuerung im Hause Ozone. Es gibt den Chicken Loop in drei verschiedenen Größen: Small, Medium, Large. Small ist eher für Kinder und für die Leute, die in der Welle mit einem Rope Harness unterwegs sind. Die mittleren, sage ich mal, sind für den Otto Normalverbraucher, und der große Chicken Loop ist für die Leute, die anhuckt unterwegs sind, um sich leichter wieder in den Haken einzuhängen. Ja, apropos anhuckt, natürlich, man kennt es von Ozone, die Safety Leash ist auch in den Chicken Loop einzuhängen, um ja eben Wakestyle-mäßig unterwegs zu sein. Im Surfshop Upside Down haben wir nun auch die Upgrade Kits, das heißt, alte Ozone Bar können wir den Click-In Chicken Loop upgraden oder auf den Click-In Loop upgraden, und könnt bei uns vorbeischauen und euch das anschauen. Großes Angebot zurzeit, 3 zum Preis von 4. Ideal, schaut's vorbei, wir freuen uns auf euch.